Jonathan, schwierige Zeit im letzten Jahr, natürlich für uns alle, aber für euch ganz besonders auch. Wie kam es dazu, dass ihr euch jetzt während des Lockdowns, während dieser ganzen Corona-Zeit für ein neues Trainingskonzept für die Trainingswelten entschieden habt und da tatsächlich diesen Schritt, diese Investition auch gewagt habt? Ja, das ist eine gute Frage. Ich meine, wir hatten ja sehr viel Zeit. Wir hatten sehr viel Zeit nachzudenken, zu überlegen, Dinge in Frage zu stellen, Dinge neu zu denken. Und ja, die Zeit, die habe ich genutzt. Da kamen viele Fragezeichen. Unter anderem, würdest du das und das nochmal so machen? Und bei vielen Dingen war die Antwort, nee, nochmal würde ich es nicht so machen. Und dann ist klar, wenn ich es nicht so machen würde, soll ich es so weiterziehen? Und da war es klar, ich werde es nicht so weiterziehen. Und für mich gibt es keine Zufälle. Und irgendwann, ich glaube, das war Ostern, war der Marc und der Alex bei mir. Und da haben wir so ein Meeting gemacht, haben uns unterhalten. Und dann denke ich, genau das, was bei mir im Kopf rumgeht, erzählen sie mir und sie präsentieren mir Lösungen. Sie präsentieren mir Lösungen für die Dinge, die ich in Frage gestellt habe. Und da sage ich, das kann kein Zufall sein. Ja gut, und ich bin da relativ entscheidungsfreudig. Das heißt, wenn ich von etwas überzeugt bin, dann setze ich es um. Und da war die Entscheidung klar. Also für mich war dann die Entscheidung klar, ich setze das um, ich setze das 1:1 um, egal ob wir Krisenzeiten haben oder nicht. Und ich war auch immer ein Mensch, der antizyklisch gehandelt hat. Das heißt, ja, ich denke, das ist auch das Geheimnis, warum wir seit 1987 auf dem Markt sind, weil wir immer auch antizyklisch gehandelt haben. Das heißt, es war für dich auf der einen Seite auch ein schlüssiges Konzept. Es macht Sinn, diese Kombination zum einen aus Kraft und Beweglichkeit und auch dieser komplette Ablauf im Training vom Warm-up bzw. vom Screening über Kraft, Beweglichkeit, über Kraftausdauer. Das ist also das Ursprungsprodukt, unser Kraftausdauerzirkel, den ihr ja wirklich schon seit Jahrzehnten im Einsatz habt, bis hin zu dem vikomotorischen Training, also all diese Verknüpfungen und diese neuen Elemente, die machen tatsächlich Sinn. Es klingt plausibel und das war auch mit einer der Gründe, warum du gesagt hast, das setzen wir jetzt drauf. Es macht Sinn und gerade in der heutigen Zeit macht es Sinn. Ich meine, gerade durch die Krise hat sich ja viel verändert bzw. viel beschleunigt. Und einer meiner Gedankengänge war, alles verändert sich, alles um uns herum verändert sich, die Menschen verändert sich, die Bedürfnisse verändern sich und die Fitnessbranche, die arbeitet heute noch wie damals vor 40 Jahren, wo ich in die Fitnessbranche gekommen bin. Es gibt heute noch Studios nach der Pandemie oder Trainer, die ein Mitglied kommt, ein Mitglied ist verkürzt, ein Mitglied sitzt oder hat länger gesessen wie je zuvor durch Homeoffice und alles, was gekommen ist. Und das Erste, was er macht, wenn er ins Studio kommt, ist, setz dich mal auf den Ergometer und wärm dich auf. Das heißt, diese Ketten, die sowieso verkürzt sind, das wird dann noch verstärkt. Und da denke ich dann, also das wird allerhöchste Zeit, dass die Trainer und wir in der Fitnessbranche da bedarfsgerechter werden. Und die Menschen haben sich verändert und wir haben andere Bedürfnisse wie vor 40 Jahren. Also sollten wir auch andere Trainingssysteme und Konzepte an die Mitglieder bringen. Unbedingt. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man das den Mitgliedern dann so rüberbringt, dass man das so auch weitergibt. Und da habt ihr am Anfang jetzt, als ihr wieder aufmachen durftet, auch entsprechende Reopening Days veranstaltet, wo ihr dann auch den bestehenden Mitgliedern vor allem erklärt habt, was sich jetzt hier im Studio getan hat und wie man diese kleine Kundenreise, dieses Durchleben der Trainingswelten auch hier durchführt. Richtig. Also das ist für mich das Wichtigste, wenn man so Neuerungen einführt. Und wir haben ja das komplette Studio verändert.
dann sind wir es unseren treuen Mitgliedern schuldig, sie zuerst zu informieren. Mhm. Zumal es bei uns ja nicht nur um diese Trainingssysteme gegangen ist, sondern wir haben ja auch unsere Beitragsstruktur verändert. Mhm. Das heißt, ich bin der Überzeugung, dass auch die Fitnessbranche umdenken muss und kundenorientierter werden muss, was die Beiträge angeht. Diese langen Laufzeiten, wer ist heute bereit, wenn er damit rechnen muss, dass der nächste Lockdown in ein paar Wochen kommt, sich langfristig zu binden. Ja. Also das sind alles so Punkte, wo ich denke, es wird einfach Zeit. Es wird Zeit, dass wir in der Branche umdenken. Und ich gehe den Schritt. Ich habe auch keine Angst davor, weil ich überzeugt bin, dass es der richtige Schritt zur richtigen Zeit ist. Das merkt man dir an. Und ich glaube auch dem kompletten Team hier. Ja? Ja. Also du hast schon erwähnt, sämtliche Trainer, Fitnesstrainer, Physiotherapeuten hier auch im Studio, die leben dieses Konzept und die bringen diese Begeisterung auch rüber. Die sind motiviert, also wirklich intrinsisch motiviert. Sie sind begeistert und das steckt an. Das steckt die Mitglieder an, die Mitglieder stecken ihre Bekannten an und das ist im Moment wirklich eine Kettenreaktion, die entsteht, wofür ich sehr dankbar bin, weil, wie du am Anfang gesagt hast, die Investition ist nicht gering, das Risiko ist nicht gering, aber jetzt nach 4 Wochen, 5 Wochen Öffnung kann ich schon mal langsam sagen, es hat sich gelohnt. Super, klingt gut. Danke dir. Wir drücken die Daumen, dass es natürlich so weitergeht. Und ich gehe jetzt noch mal eine Runde auf den Skillcode. Viel Spaß. Okay.